So etwas, gegen so etwas müssen wir vorgehen. Gut, hoffen wir, dass sie uns nie zu nahe kommen. Aber vielleicht könnt ihr ja in der nächsten Predigt versuchen, die Mannschaft ein wenig ob dieser Vorfälle zu beruhigen. Wir wollen nicht, dass wieder so ein Debakel ausbricht wie gestern. Ich werde es versuchen. Wir sollten die Leute darauf vorbereiten, dass sie vielleicht mit mehr und mehr Dämonen Kontakt kommen, in Berührung treten, und dabei ist ein unsichtbares Auge nicht das, was uns in Panik verfallen lassen darf. Wir hätten damit rechnen müssen, wenn wir einen solch großen Hafen angreifen, dass sie auch mit Dämonen sich zur Wehr setzen und nicht profan zurückgeschossen wird. Nun, damit habe ich gerechnet, deswegen habe ich ja den guten Abel mir darauf angesetzt. Dass dieser dann unfreiwillig Panik unter der Mannschaft verbreitete, war nicht Teil des Plans. Aber ja, die Mannschaft muss wohl darauf vorbereitet werden. Nun gut, ich werde mich dann wieder Machenschaften auf dem Oberdeck widmen müssen. Ihr findet mich hier bei dem guten Eldern. Er ist ein gelehriger Schüler. Es freut mich doch, dass der gute Eldan genug Zeit hat, um sich so viele Dinge von euch beibringen zu lassen. Bald geht es wieder um die Wurst. Seid denn bereit, Eldan? Und damit hält Ahmad die Arche an. Wie gesagt, vor euch liegt jetzt, nachdem ihr den Sturm durchschritten habt, das grüne Meer. Ist Jasper zwischendrin aufgetaucht? Ja, der war die ganze Zeit in seiner Kabine und hat da Tee getrunken. Geiler Typ. Nur ist auch noch ein bisschen verwundert, wenn dann irgendwelche Suchmannschaften nach ihm ausgeschickt werden, die dann in seine Kabine kommen. Er war die ganze Zeit hier. Wenn man ihn gerufen hätte, hätte er sicherlich irgendwas tun können. Hat nochmal nachgelesen, wie man Brolstedt mit dem Alchemikum helfen kann. Ist sich wohl ganz sicher, dass man mit den richtigen Zutaten da auch viel herstellen kann. Ist auch ja, begeistert, dass er jetzt dieses neue Rezept gelernt hat. Und ja, hat dann bei einem Tee ein entspanntes Buch gelesen. Ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich nach eurer Kabine suche, ist sie hinter einer anderen Tür. Ach, diese Arche. Nun gut, ich nehme an, es sind alle da. Oder alle, die es interessiert sind, irgendwie da. Ja, ich weiß nicht, meinetwegen angetreten vorne am Seeschlangenkopf oder meinetwegen auch in der Offizier im Versammlungsraum mal wieder, wo auch immer ihr zusammenkommen könntet, wolltet. Sie werden wohl alle da sein. Schicken wir euch einfach mal alle nach vorne. Ja, Seeschlangenkopf. Schöne Aussicht. Nun, zumindest stinkt es hier drin fast noch erbärmlicher als unter Deck. Wir werden also im richtigen Ort sein. Jasper, ich nehme an, ihr habt mit Bolstedt bereits ges Ja, doch, mit Bolstedt bereits gesprochen. Wir haben euer Elixier besorgt. Ja. Zumindest steht auf den Flaschen maximale Dosis, was auch immer das bedeutet. Ja, das ist die höchstmögliche Qualität und diejenige, welche wir brauchen. Na, wenigstens Na gut. etwas. Können wir es über Harpunenspeere applizieren? Anbringen. Wie habt ihr es genannt? Applizieren, glaube ich. Genau. Genau. Das ist möglich, nur sollte bei der Auftragung dicke Fäustlinge benutzt werden, Handschuhe, denn sollte irgendetwas davon in den Blutkreislauf gelangen, dann ist diese Person vielleicht nicht wirklich tot, aber nennen wir sie einfach tot. Und dann ist sie tot, noch bevor sie bemerkt hat, dass sie einen Fehler getan hat. Und wir haben vielleicht ein paar Geister auf dem Schiff. Nun, das wollen wir beides nicht. Ich erwarte, dass ihr die entsprechenden Geschützmannschaften persönlich unterweist. Ist es vielleicht möglich, die Harpunade ähnlich zu präparieren wie einen Meuchlerdolch? Wie einen was? Ein Meuchlerdolch. Wie ich es verstehe, sind sie von innen hohl und wenn man ihnen zusticht, injizieren sie Gift. Nun habt ihr zufällig eine Schmiede an Bord und könnt neue Harpunenspitzen schmieden, die hohl sind. Oder habt ihr vielleicht einen Bohrer da, mit dem ihr ein Loch reinbohren könntet? Nein, das nicht, aber nun, wenn wir die
Pfeile so präparieren, dass sie eindringen und dort hinter das Holz zersplittert mit dem Gift? Ich blicke einfach mal in die Runde. Kann das irgendjemand so präparieren? Wir müssen die Stahlspitze aushöhlen. Ist sie nicht eh schon hohl? Eines Harpunenaals? Noch nicht, soweit ich weiß. Braun, was meinst du dazu? Naja, es wird sicherlich dann die... Wir haben uns auf die vollen Spitzen mittlerweile konzentriert. Hohlspitzgeschosse, ja. Müssen wir nachjustieren. Kann sein, dass wir beim ersten Mal nicht treffen. Und wenn wir eine Nachladefrequenz von... was hat so ein Harpunal? Sagen wir 10 Minuten hat. Wenn wir gut sind, vielleicht 8 Minuten. Ich würde sagen, wir lassen die Seeschlange einfach nahe kommen und dann können wir gar nicht verfehlen. Ganz recht. Und verdoppelt die Geschützmannschaften. Die Rotzen werden wir eh nicht brauchen. Dann könnt ihr vielleicht ein bisschen schneller drehen. Wenn wir zu viele daran holen, dann kann es auch sein, dass wir uns gegenseitig behindern, aber... Ja, werden wir schon hinkriegen. Sollen die Geschütze denn so stehen bleiben, wie sie jetzt stehen? Auf den beiden Seiten? Es wäre praktisch, wenn wir nur eine Breitseite haben. Lass die nach hier vorne schaffen. Dann können wir sie direkt von vorne angehen. Wie viele Schüsse brauchen wir überhaupt, um diese gesamte Ladung Traumwind zu applizieren? Wir haben mehr Traumwind-Elixier auf Qualiev, als wir Harpunenspeere haben. Okay. Wie viel brauchen wir? Wie viele Schüsse? Je nachdem, wo wir treffen oder wie wir treffen. Könnte sein, dass es beim ersten Mal reicht. Kann auch sein, dass wir einen zweiten Harpunal versenken müssen. Und wenn es ganz dumm kommt, sogar, naja, wenn wir eh nachladen müssen, können wir auch gleich zwei weitere schicken. Kann sein, dass wir uns 10 Minuten halten müssen. Wollstedt, was passiert mit der Seeschlange, nachdem sie von diesem Gift getroffen wurde? Wird sie träge, müde, schläft sie ein? Was passiert genau? Nun, ich konnte dieses Rezept nie testen. Ich zumindest nicht in solch hohen Qualitäten. Es wird normalerweise für andere Dinge benutzt, aber beim Mensch trennt sich Körper von Geist. Und ob das ein Einschlafen ist, ich glaube, das, was Kollege aus Jasper eben erzählte, trifft wohl ganz gut ein. Sie wirkt wie tot, aber ist es nicht. Nun, genau das brauchen wir doch, nicht wahr? Ja. Hoffen wir nur, dass keine Nebenwirkung hat auf Seeschlangen. Das heißt, ihr wollt die beiden Harpunale hier vorne abstellen, ja? Richtig. Und die oben können bleiben, die haben ja genug Freiraum zum Schießen. Und, Wie viele Harpunale habt ihr denn? 2 Stück, meines Wissens. 4. 4? Habt ihr welche gekauft? Guck auf die Karte. Moment. Das sind sogar 5. Den 5. haben wir kannibalisiert, weil wir das Drillseil brauchten. Braun, den kannst du nicht auf die Schnelle wieder flott machen, oder? Achso, hier unten noch die, ne? Die und ja. Da. Ah, okay, genau. Gut. Die hatte ich mir. Ja, gut. Und der 5. Wo war der? Achso, die 5. ist kaputt. Steht im Geschützturm. Da hatten wir das Drillseil rausgenommen, weil Braun das zum Reparieren brauchte. Ich weiß aber nicht. Die ist zerstört. Aber auch Grund, weil da damals noch Munition gegen geflogen ist in Helmbock. Stimmt, das ist ja sowieso. Dann nimm den mal raus. Bin gerade sowieso auf einer anderen Karte. Gut, dann haben wir 4 Stück und Braun kann dann zweimal mit 2 schießen. Klingt das gut? Das klingt gut, ja. Wie gesagt, wir haben keine Breitseite dann. Aber wir können ja auch nicht wissen, ob die Seeschlange, wenn sie von unten angreift, auf welche Seite sie dann sich konzentriert. Richtig, deswegen habe ich sie immer vorne stehen. Doschek, haben wir noch genug Druck oder müssen wir einen Tag tanken? Ich glaube, wir müssen tanken. Nun gut. Wir haben bisher noch keine neuen Handlungspunkte generieren können. Eher noch, dass das Wasser sich jetzt staut. Ich vermute, wir haben sowas wie ein Flimmern.
Das Schiff liegt immer noch dort, wie es gefressen worden ist. Ja, dann müssen wir uns ranhalten. Gut, wir werden einen Tag hier tanken, neues Unterwasser aufnehmen und die Verletzten können sich dann ein klein wenig ausruhen. Vielleicht sind noch ein paar wieder flott bis morgen. Und dann, morgen früh geht es weiter. Dann einen W20 zum Tanken. In der Sargassosee trotzdem noch einen. Ja, wenn ihr weiter nach Süden in Richtung des Friedhofs der Seeschlangen kriegt ihr auch 3 W20, aber dann passieren noch andere Dinge. Hat jemand einen Chip? Ich glaube, hat Eldar noch einen? Nein, ich habe meinen nachgewürfelt. Hab keiner mehr Chip. Das lief ja gut. Nach einem Tag kommt der Mathematikus auf euch zu. Verzeihung, mein Herr, ich weiß nicht, was wir genau getan haben, aber es ist schlimmer geworden. Da könnt ihr sehen, das Maul steht ein Stück weit auf und da treiben wohl einige Teile des Schiffes herum. Sieht mir fast aus wie so etwas wie, wenn ich es nicht besser wüsste, Übelkeit oder Erbrechen. Verfluchte. Lässt sich das beheben, indem wir noch ein bisschen mehr Zeit tanken, oder sollten wir lieber jetzt loslegen? Das kann ich euch nicht sagen, mein Herr. Was sagt denn Magister Gorbas dazu? Wir müssen unbedingt vorsichtig sein. Wenn ich recht habe, dann dürfte das nächste, was passiert, Gefühlsstörungen sein, wenn es tatsächlich sich wie bei einem Menschen verhält, was bei einer Arche vermutlich eher schlecht für uns äußern dürfte. Nehmen wir dann mal an, dass die Arche Angriffe gegen uns oder alle anderen Besatzungsmitglieder wieder aufnehmen könnte, wenn sie einmal wütend wird. Also, was schlagt ihr vor? Warten oder handeln? Oder wollen wir die Steuerfrauen fragen? Handeln. Ja. Handeln. Bisher ist doch jeden Tag ein weiteres Symptom aufgetreten, richtig? Oder war es jetzt nur zu? Ja, doch, schon. Also, du gehst davon aus, hast sicherlich vielleicht auch nochmal an einem der Tage, beziehungsweise standst du ja den ganzen Tag rum, hast du vielleicht nochmal die Nieren inspiziert. Von den Ephadaios hat er wohl mal 5, 6 Delfine eingepflegt. Du siehst nur noch, dass da Wasser runtertropft. Das ist kein Körper mehr. Siehst noch, wie der wohl die leeren Spieße mit Hohlkammern, also dass man da dann eben direkt irgendwelche Flüssigkeiten über diese Kammern dann aufsaugt, wo dann diese. Das ist genau das, was eben Keras beschrieb mit diesen Dolchen, die dann hohl sind. Genau das ist es quasi, wo du einfach irgendwie Menschen aufhängen kannst oder Delfine oder Seeschlangen und da tropft jetzt nur noch Flüssigkeit raus. Ich glaube nicht, dass wir es uns leisten können, zu warten. Gut, dann handeln wir. Alle Männer zu ihren Waffen. Pick mal jemand zu Jasper, der soll den Geschützmannschaften helfen, das Gift aufzutragen. Nicht, dass es da noch Unfälle gibt. Dann können wir es mit halber Geschwindigkeit bewegen und Seeschlangen nachher aufspießen. Konnten wir regenerieren? Ihr Menschen? Ja. Wie gesagt, die Dämonenarche? Nein. Zweimal? Meinetwegen zweimal, weil ihr nichts Besonderes tut. Gefühlsstörung. Ja, das ist eine Frage. Wie lange ist das her, seitdem wir diesen Brief bekommen haben? 3 Tage. Den Brief? So. Der Brief kam am 21. Checks. Genau. Geht mal, wen auch immer mir diesen Brief gegeben hat, fragen, wie dieser Brief gekommen ist. Das war wohl sowas wie eine Luftpost, so ein schwarzer Ball aus Rauch. Ich hatte als erstes Angst und bin weggelaufen, aber er folgte wohl und dann, er wollte wohl gar nicht zu mir, aber der Brief fiel hin und ich hatte ihn dann kurz inspiziert. Ich habe ihn nicht geöffnet, mein Herr, aber ich dachte mir einfach, das sollte dann an die Admiralität gehen, an den Kapitän und deswegen, ich hatte euch da gerade gesehen, wie ihr mit dem Zimmermann rumgelaufen seid und ich wollte damit nichts zu tun haben. Ja, ist auch richtig. Wie schnell hat sich dieses Ball aus Rauch bewegt? Schneller als ich rennen kann, mein Herr. Vielleicht so schnell wie die Arche, etwas schneller. Gut.
Flanke wegtreten. Ja. Dann wird bereit gemacht zur Jagd. Wie möchtet ihr euch bewaffnen? Möchtet ihr in voller Rüstung? Möchtet ihr Schwerter, Schilde, Stäbe, Zauber? Oh, ich nehme Zauber. Ich sammle mir irgendwo einen anderthalb Hände herbei, der rumliegt. Ansonsten nehme ich meinen Nachtwind, wenn keiner zu finden ist. Meinetwegen kannst du dir auch einen generischen anderthalb Hände nehmen. Und ich tue etwas sehr Ungewöhnliches. Ich ziehe den größten Teil meiner Rüstung aus. Was heißt den größten Teil? Am Ende stehe ich hier nur mit normaler Kleidung und Kettenhemd da. Und siehst wohl auch, wie die Ringe schon leicht rostig sind durch das Salzwasser, durch die Luft, durch den Schweiß. Hast oft, ja, weniger oft gewechselt, als du damals noch Myria hattest. Hast du wohl etwas vernachlässigt. Auch hast du bisher nicht weiter geduscht oder, naja, dich irgendwie gewaschen. Denn das ist einfach nicht möglich. Es gibt ja hier kein Wasser, was sauber ist. Yep. Du stinkst, seht ihr das? Bestialisch. Seht ihr das, Kiaras? Normalerweise halten sich die Dinger selbst rostfrei. Aber hier in dem Wetter. Ah. Das ist unangenehm, ja. Von der Platte will ich gar nicht reden. Die neue hat schon angefangen anzusetzen. Kiaras. Rüstung, Waffe. Ich benutze meine Lederrüstung, nicht die ganzen Zusätze und Amazonensäbel. Amazonensäbel. Zwei Stück. Eldan, Rüstung? Keine Rüstung, ja, ein Stab. Und Hoffnung. Hoffnung, die beste Waffe. Ein Gebet zu Praios. Achmat. Ja, komplett in Vollrüstung unterwegs. Die Sechserrüstung in der Hoffnung, dass sie gegen einen Seeschlangenbiss hilft? Ja, genau. Abelmir. Lederrüstung, Stab und Säbel an der Seite. Okay. Ja, wie gesagt, ihr steht vor dem Tankfeld. Ein Schiff würde hier wohl noch durchfahren können. Ihr könnt aber sehen, wie es dann weiter im Osten immer dicker und dicker und dichter wird, also dass dort dann auch ein Schiff stecken bleiben könnte. Die Magier, und das ist jetzt explizit Magister Kohlraab, hält nach Ulchuchu aus. Ja, sie wird sich also hier auf Daimonide konzentrieren, denn sie hofft, dass wir den aus dem Weg gehen können. Immer eine Gefahr, mit der zu rechnen sein muss. Das ist eine gute Hoffnung. Ansonsten schießen wir halt so lange drauf, bis sie vergehen. Gut. Ihr wollt jetzt mit eurer Arche einfach über die Algen hinüberlaufen, ja? Ja. Oder hat jemand was Besseres vor? Es wäre schlauer, einen geeigneten Kurs drumherum zu finden. Oder durch ein Feld, das weniger dicht bewachsen ist. Nun gut, dann stellt euch den Kohlraab und findet am besten an. Sehr wohl. Und unter Deck wird vermutlich eine Mannschaft stehen, irgendwie mit Speeren oder langen Haken, die dann die Eier holen. Also, eher stechen. Ja, möchtest du die leichte Infanterie also ins Unterdeck stellen, was sie dann ausschwärmen, vielleicht über den Tang? Vielleicht kann man drauf laufen und dann... Eigentlich können wir doch die Schützen nehmen. Die stellen sich oben hin und zerschießen die. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke. Könnten wir nicht eigentlich auch die Arche selbst drauf rumtrampeln lassen? Ich will sie nicht überbeanspruchen, aber ja, das ginge auch. Vielleicht kann man auch die Eier benutzen als zusätzlicher Tankstoff oder als Nierenstoff. Jasper steht vielleicht neben euch gerade und murmelt nur etwas von, man könnte sie auch als alchemistische Grundzutat benutzen, wenn man sie unversehrt nach oben holt. Hier um eine Seeschlange zu fangen, nicht ihre Eier. Aber wenn ihr gerne eins haben möchtet, stellt es euch frei, dort hinauszugehen und eins zu sammeln. Vielleicht fangen wir ja eine Schwangere. Das heißt, ich habe die
Ich möchte das einmal klarstellen, Herr Kapitän. Ich habe die Erlaubnis, ein Seeschlangenei zu bergen. Ich schau mal zu den Geräten. Was vorher vorhin und Achmat und mir noch was. Die schauen jetzt abwartend zu dir. Achmat schaut sehr überrascht, weil bis letztens wurde noch behauptet, dass die Seeschlangen komplett aus den Hinterhöhlen kommen. Und jetzt wird hier von Eiern an der Oberfläche von der einfachen See geredet. Eier? Ich dachte, diese Wesen kommen direkt aus den Niederhöhlen. Nun, die Archen sind auch Halbdämonen und die haben ja auch Keimlinge. Warum sollten Seeschlangen keine Eier haben? Ihr erinnert euch, dass ihr eben jene schwangere Arche entschwängert habt, noch vor kurzem? Richtig. Ja, das wird dasselbe Prinzip sein. Ja, macht, was ihr wollt. Nichtsdestotrotz, Jasper, bei genauerer Betrachtung haben wir dafür keine Zeit. Könnte sein, dass wir eure Dienste hier oben brauchen. Ihr braucht meine Dienste hier oben. Werden die dann bezahlt? Ja. Und damit schreitet ihr los. Jeder auf seine Art gerüstet. Die leichte Infanterie, die euch noch übrig geblieben ist, irgendwo auf dem Oberdeck verteilt? Ja, aber mit Anweisung keiner Heldentaten. Mit Anweisung keiner Heldentaten. Ich möchte nicht, dass irgendwer der Seeschlange zum Haus springt. Wo steht ihr? Am Kopf. Am Kopf. Zwischen den Geschützen. Die Rotzen sollen nicht bemannt werden. Ihr habt jetzt 4 Harpunale. Nun gut, haltet die Augen offen. Wenn sich irgendwas bewegt, meldet. Und nochmal einen Blick nach links, rechts zu den Geschützmannschaften. Nicht zu früh schießen. Nach etwas Kundschaften von euren Schützen, von euch, könnt ihr dann feststellen, wie, nachdem ihr ungefähr eine halbe Stunde herumgegangen seid, langsam suchend, auch damit man nicht ausrutscht oder so etwas, ihr habt das wirklich befahrbare Wasser lange hinter euch gelassen. Ihr könnt wohl auch noch so das ein oder andere Schiff feststellen, was sich dort wohl auch festgefressen hat, was in etwa einer normalen Tagesreiseentfernung, also 30 Meilen am Horizont befindet. Dieses Tankfeld ist also gigantisch groß. Weiter im Osten könnt ihr so etwas wie Stürme erkennen und das ist dann wohl etwas größer als das, was ihr vor Maraskan hattet. Die Sturmfront ist schwarz. Und zwar so schwarz, dass man auch dort das Ende der Welt vermuten könnte. Vielleicht die Niederhöllen. Und Achmat könnte vielleicht auch vermuten, dass diese Eier aus der Niederhölle dort rübergeschickt werden, wenn dort dieser Sturm vielleicht in die korruptiven Niederhöllen führt, wenn er diese ausspuckt, die Eier hierhin, dann könnte das tatsächlich sein, dass sie auch dort geboren werden. Und dann findet ihr die ersten Eier. Ungefähr, wie groß sind Seeschlangeneier? Größer als das, was ihr bisher gesehen hattet. Ungefähr so groß wie ein, wie euer Kontor in Kuncho. Beachtlich. Die Leute sind zunächst etwas verunsichert, werden dann allerdings, nachdem man auf es zugeschritten ist, die ersten Harpunale versenken, die durch die harte Schale hindurchbrechen und nach dem dritten Bolzen, der dann nach und nach abgeschossen wird, zerplatzt es. Und ihr könnt sehen, wie ein Leib, so schlangenartig, das kann man schon erkennen, auf die Oberfläche gespien wird und dann tot herumtreibt. Eingewickelt, zusammengekrustet, nicht lebensfähig. Bisher passiert nichts weiter. Geht weiter auf der Oberfläche des Tankfeldes umher. Die Stimmung ist gedrückt. Auch der Gestank, der sich hier jetzt weiter ausbreitet. Toter Fisch, Salz, das, was ein Meer eben zu bieten hat. Nicht wirklich charybdid, aber abgestanden. Ein zweites und ein drittes Seeschlangenei, was ihr findet, diesmal wesentlich kleiner. Sie gibt's also in allen Formen und Größen.
Und auch diese platzen auf. Weitere tote Seeschlangen, die dann nach unten treiben oder auf der Algenfläche liegen bleiben. Das ist gut, nicht wahr? Wir wollen ja schließlich auch kleinere Seeschlangen. Und wenn kleinere Eier uns wohl in die richtige Richtung führen. Und jedes Ei, das wir vernichten, ist eine Seeschlange weniger, die Schiffe versenken kann. Da habt ihr recht. Wir sollten so viele zerstören, wie wir können. Das auch. Das auch. Ei, Abenteuer. Danach sollten wir uns rechtzeitig zurückziehen. Haswolf hat zwei Äxte in seinen Händen. Und dann könnt ihr ihn erkennen. Ab und zu einer der Schützen, der aufschreit, dann allerdings wieder nicht zu erkennen. Die Algenfelder haben sich wohl bewegt. Kohlrab vermutet zunächst einen Ulchuchu, kann da allerdings abraten. Keine merkwürdigen Äste, die rausragen und dämonische Hörner ankündigen. Und ihr erkennt es. Einen langen, schuppigen Körper, der sich gerade aus dem Wasser schiebt und sich aufrichtet. Fast wie einem Eisberg gleich, ragt nur ein kleiner Teil nach oben, der sich jetzt allerdings streckt. 20 Meter hoch und wirft sich gegen euch. Festhalten! Die allzu geschwächten Beine eurer Archen geben nach und ihr fallt. Die Höhe der Arche war mit 8 Metern über der Wasseroberfläche angegeben. Könnt ihr euch denn noch einmal festbinden? Vielleicht an einem Tau, damit ihr nicht unbedingt fallt? Fesseln in Fesselprobe. Auf die Schnelle. Hab ich nicht. Da ich das nicht kann, würde ich mich einfach irgendwo festhalten. Wenn ihr es nicht könnt, dann dürft ihr ableiten. Fingerfertigkeit, Erschwernis ist 7. Kann ich mich einfach irgendwo festhalten? Kann ich auch wildes Leben ableiten? Erschwert um 10. Dann nehme ich lieber die FF. Ich würde mich lieber irgendwo festhalten, wenn das geht. Körperkraftprobe erschwert um 10 zum Festhalten. Das finde ich gut. Eldan Gorbos kann sich wohl... Ich weiß nicht, hast du den Stabzauber zum Seil? Aber ich glaube ja. Dann ist das die Erklärung, wie du es geschafft hast. Kiaras kann es auch schaffen. Jalan stürzt. Abel mir stürzt. Und Ahmad kann sich auch nicht festhalten. Nee. Ja, genau. Mit der 13 gewürfelt... Nein. Ja, die Höhe, die ihr fallt, sind wie gesagt 8 Meter. Und dementsprechend eine Körperbeherrschungsprobe erschwert um 8. Zum Glück trage ich keine Rüstung. Das gilt also natürlich nur für diejenigen, die sich nicht festgebunden haben. Die anderen werden hart dann an ihrem Seil herumgeruckt, aber das vernachlässigen wir jetzt mal, den Ausdauerschaden. Oder Ausdauerverlust. Körperbeherrschungsprobe, Schwert um 8. Das hat Jalan nicht geschafft. Kritischer Erfolg. Dann bekommst du... Ja, kannst du alle Würfel rauskürzen. Passt, perfekt. Und auch Ahmad schafft es nicht. Dann bekommt ihr 8W6 minus 8. Jalan und Ahmad. Würfelst du das aus oder sollen wir? Das dürft ihr selber auswürfeln. 21 Ausdauerschaden. Ja, darf dann noch 8 von abziehen. Achso, ja. Ja. Und 19 Ausdauerschaden. Ist relevant wo? Nein, das ist Körperschaden. Achso, okay. Das wird jetzt keine Wunde sein. Ausdauerschaden sind okay. Genau, also, was habe ich gesagt? 8W6 minus 8 sind 21 Ausdauerschaden. Also die Hälfte echt.